Wir hatten uns im vorherigen Video den vereinfachten Clausius-Rankine-Prozess bei Dampfkraftwerken angesehen. Das heißt also die Energiegewinnung über einen Heizkessel oder eine Brennkammer, dass man Wärme überträgt auf einen Wasserkreislauf, dass man Heißdampf erzeugt, diesen Heißdampf durch eine Turbine leitet, der Turbine einen Generator antreibt, der dann elektrische Energie erzeugt und wir dann diesen Heißdampf durch die Kondensation wieder umwandeln in flüssiges Wasser und dann diesem Kreisprozess zuführt. Wir haben uns auch angeguckt, wie die Zustandsänderungen aussehen und was wir auch gesehen hatten im vorherigen Video war, wie sich dieser Kreisprozess darstellt im TS-Diagramm mit der Idee, einen geschlossenen Kreislauf zu bekommen, einen geschlossenen Kreis, thermodynamischen Kreisprozess, um dann diese Fläche zu berechnen, die die erzeugte Energie unter Zuführung von Wärme widerspiegelt. Ein Konzept, was genutzt wird, um diese Fläche jetzt noch weiter zu vergrößern, ohne dass jetzt diese Zustandsgrößen wie Druck oder Temperatur signifikant verändern werden können oder verändert werden, ist die sogenannte Zwischenüberhitzung. Und das wollen wir uns jetzt in diesem Video einmal ansehen. Das heißt, wie funktioniert jetzt die Idee der sogenannten Zwischenüberhitzung? Die grundsätzliche Idee ist natürlich thermodynamisch, physikalisch begründet. Wie lässt sich diese eingeschlossene Fläche des Kreisprozesses vergrößern? Und da ist jetzt die Idee, man kann doch den Heißdampf, der aus der Turbine austritt, den lassen wir jetzt nicht direkt in den Kondensator laufen, sondern nutzen diesen Heißdampf und führen ihn noch einmal an der Brennkammer vorbei. Das heißt, ich mache das jetzt mal hier in einer anderen Farbe, in Gelb. Das heißt, wir nehmen jetzt hier diesen Heißdampf, der aus der Turbine kommt, führen ihn noch einmal am Kessel vorbei, haben hier dann eine Wärmeübertragung und führen dann diesen Heißdampf, der dann hier natürlich mit etwas weniger Energie, aber er gewinnt hier nochmal Wärmeenergie, indem er hier nochmal an dem Kessel vorbeigeführt wird oder in einem Kernkraftwerk natürlich dann an dem Kernreaktor. Und wird dann in eine zweite Turbine geführt. Also ich mache das jetzt mal hier drüber. Das machen wir hier mal weg, den Generator. Und fließt dann in eine zweite Turbine. Das ist eine sogenannte Niederdruckturbine. Währenddessen die erste Turbine in Rot, das ist eine sogenannte Hochdruckturbine. Also können wir hier vielleicht mal einmal dazu schreiben, das ist eine Hochdruckturbine, HD für Hochdruck. Wir laufen jetzt also hier mit unserem Heißdampf, das ist weiterhin Heißdampf, in die Niederdruckturbine. Und von dieser Niederdruckturbine, auch die treibt nun einen Generator an. Wir erzeugen nochmal elektrische Energie und laufen erst dann in den Kondensator. Das ist nun das Prinzip. Das lässt sich hier natürlich entsprechend darstellen in unserem Schema. Das heißt, hier, das brechen wir auf. Wir haben uns jetzt hier unsere Hochdruckturbine, laufen dann einmal hier wieder in die Brennkammer, haben hier diese Wärmeübertragung und laufen dann. Machen wir das hier auch nochmal weg. Laufen dann in eine Niederdruckturbine. ND für Niederdruck. Und aus dieser Niederdruckturbine laufen wir dann in unseren Kondensator. Das ist jetzt also die Idee. Das heißt, wir nutzen die Wärme aus dem Heizkessel, um unseren Heißdampf, der aus der Hochdruckturbine kommt, dort Energie schon abgegeben hat, aber natürlich noch nicht
vollständig, sondern dort ist immer noch Energie gespeichert. Dem fügen wir nochmal Energien zu und laufen dann nochmal durch eine Niederdruckturbine. Niederdruckturbine deswegen, weil die natürlich jetzt bei niedrigem Druck betrieben wird. Hier waren wir jetzt ja bei rund 250 Bar Hochdruck. Das heißt, hier sind wir jetzt bei deutlich niedrigeren Drücken. Aber was erreichen wir damit? Wir erreichen, dass wir natürlich die Energie, die hier in die Restenergie, die nach dem Durchlaufen durch die Hochdruckturbine vorliegt, nochmal nutzen, dem Wasser quasi nochmal so einen Schubs geben, energetisch, und dann diese Energie über die Niederdruckturbine auch noch einmal abführen. Was hat das für Konsequenzen in unserem TS-Diagramm, wenn wir uns das jetzt hier einmal ansehen? Das heißt also, wir haben hier diese Linie, die läuft jetzt nicht mehr so. Das machen wir mal weg. Auch der Punkt muss weg. Sondern was passiert nun? Wir haben jetzt also hier diesen Zustand 3 erreicht. Also nach dem Heizkessel sind wir hier oben. Da hat sich nichts verändert. Also jetzt wieder bei den 150 Bar vereinfacht. Das sind, wie gesagt, typischerweise 250 Bar hier oben. Aber wir bleiben mal in diesem Bild hier mit den 550 Grad Celsius. Fallen dann also durch die Hochdruckturbine runter. Das ist ein isentroper Prozess. Das hatten wir ja gesehen, dass wir hier dann runterfallen auf einen Wert von irgendwo zwischen 20 und 50 Bar, machen wir mal. Das ist, denke ich, ganz gut hier zur Visualisierung. Gehen wir hier runter auf 20 Bar, dann haben wir einen glatten Wert. So, dann laufen wir noch einmal. Also das ist jetzt quasi der Zustand, ich nenne ihn mal 4'. Das heißt, also damit kommen wir dann aus der Hochdruckturbine raus. Und nun im nächsten Schritt laufen wir nochmal am Kessel vorbei. Das heißt also hier, das ist jetzt dieser Zustand hier. Wir sind hier im Zustand 4'. Laufen nun noch einmal am Kessel vorbei, haben hier nochmal einen Wärmeübertrag. Auch das ist nochmal eine isobare Wärmezufuhr. Ähnlich wie wir das von 2 nach 3 haben. Wir haben jetzt hier diesen Prozess. Auch das ist einmal eine isobare Wärmezufuhr im Heißdampfbereich. Also, wo landen wir dann hier unten in unserem Bild? Hier laufen jetzt nochmal am Kessel vorbei, und isobar heißt also, wir gehen hier nochmal hoch. Haben natürlich nicht ganz die Temperaturen, die dann erreicht werden. Ja, gehen wir mal hier irgendwie bis ungefähr, sagen wir mal 500 Grad Celsius. Wird vereinfachte Darstellung, landen also dann hier oben. Und laufen dann von dort aus durch unsere Niederdruckturbine. Also wir haben jetzt hier einen Druckverlust, das erkennt man in diesem Diagramm. Deswegen wieder der Vorteil von diesem TS-Diagramm mit diesen eingezeichneten Isobaren. Also wir haben jetzt hier einen Druckverlust von, in dem Beispiel jetzt 150 auf 20 Bar, damit man es jetzt hier ganz gut sehen kann. Nein, jetzt laufen wir erneut durch die Turbine. Also hier war die Hochdruckturbine. HD für Hochdruck. Und jetzt laufen wir durch die Niederdruckturbine. Auch das ist ein isentroper Prozess, wie wir gesehen haben. Das heißt, wir fallen hier runter auf unsere 0,1 Bar. Also hier runter. Und müssen dann am Ende nach der Niederdruckturbine, die wir dann jetzt hier haben, ND, das ist ja unsere Niederdruckturbine, laufen wir jetzt dann wieder zurück durch den Kondensator und haben dann unseren Kreisprozess geschlossen. Was haben wir jetzt durch diese Zwischenüberhitzung erreicht? Was ist jetzt das Ziel gewesen? Das Ziel war, die Fläche zu vergrößern. Das haben wir tatsächlich erreicht, indem wir jetzt hier, machen wir es mal hier in Rot, diese Fläche hier, die ich jetzt hier schraffiere, dazu gewonnen haben. Denn wir sind ja vorher hier runtergefallen in unserem vereinfachten Clausius-Rankine-Prozess. Das heißt, also dieser Weg hier oder diese rot schraffierte Fläche hier, die haben wir gewonnen, ohne dass wir jetzt zusätzlich Wärmeenergie hinzugeführt haben, sondern mit der bestehenden Wärmeenergie, die im Kessel vorliegt, analog, wie gesagt, wieder beim Kernkraftwerk bei der Kernspaltung. Das heißt, hier haben wir gar nichts verändert, haben aber die Wärmeenergie, die wir zuführen, effizienter genutzt über diese Zwischenüberhitzung, die hier entsteht, und haben dadurch dann diese Fläche gewonnen. Das heißt, wir haben also aus der die Energie bezogen auf die zugeführte Wärme vergrößert und damit den Wirkungsgrad unseres
Kraftwerks verbessert. Das kann er jetzt nochmal machen, dass man jetzt nicht nur eine Zwischenüberhitzung jetzt hier, sondern mehrere Zwischenüberhitzungen noch macht, mit also Hochdruck, Mitteldruck und Niederdruckturbinen. Der Prozess irgendwann lässt er sich also wirtschaftlich nicht darstellen, wenn man zu viele Zwischenüberhitzungen macht, aber eine weitere ist auf jeden Fall noch möglich, sodass man damit dann einen sehr hohen Wirkungsgrad erzeugt in unserem Dampfkreislauf. Der Wirkungsgrad von modernen Kohlekraftwerken, also neuerer Bauart, die liegt so im Bereich von ungefähr 40%. Das ist so der typische Wirkungsgrad, den man erreicht. Also der Wirkungsgrad von Dampfkraftwerken liegt ungefähr bei 40, vielleicht 42%. Also das ist so der typische Wirkungsgrad. Das heißt also aus der Kohle, die wird zu 40%, lässt sich die Energieinhalt umwandeln in elektrische Energie. 60% geht aber verloren über Wärmeverluste, insbesondere natürlich hier über die Kondensation. Diese Energie ließe sich noch nutzen über Fernwärme. Das heißt, dass man diese abgeführte Wärme im Kondensator nochmal nutzt zur Fernwärmeversorgung von Städten oder Dörfern. Setzt natürlich voraus, dass dort ein Fernwärmenetz vorliegt. Das ist bei Kohlekraftwerken, gibt es das teilweise, also im Ruhrgebiet gibt es das, im Saarland gibt es das auch. Ist natürlich mit eben sehr hohen Investitionskosten in das Fernwärmenetz verbunden. Damit kann man den Wirkungsgrad erhöhen, weil man dann auch noch hier über eine sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung neben der elektrischen Energie auch noch Wärmeenergie nutzt. Bei Kernkraftwerken gibt es das nicht, da gibt es keine Fernwärmenetze, das wäre einfach technisch zu riskant, da die Fernwärme ja dann in Kontakt kommt unmittelbar mit dem Kernkraftwerk. Da wird das nicht gemacht, sodass wir also bei dem elektrischen Wirkungsgrad bei 40% landen. Zukünftig mit noch moderneren Kraftwerken ist also die Idee, die Temperatur noch weiter zu erhöhen, dass wir hier also dann bei bis zu 700 Grad Celsius landen. Da braucht man dann spezielle Legierungen, die in der Lage sind, diese hohen Temperaturen des Heißdampfes hier verarbeiten zu können, bei den entsprechenden Drücken, also dann hier bei 250 Bar landen, aber dann halt hier im Bereich von 650, 700 Grad Celsius. Auch das führt nochmal dazu, dass wir die Fläche vergrößern können, auch nach den Zwischenüberhitzungsschritten. Auch dort steigen wir nochmal steiler an und erreichen dann künftig einen Wirkungsgrad, der in der Größenordnung von über 50% liegen kann. Das ist aber technisch sehr aufwendig. Die Investition in die Anlagentechnik ist sehr hoch, sodass die daraus resultierenden Stromgestehungskosten, also was dann die elektrische Energie aus dem Kohlekraftwerk insbesondere kostet, bei Kernkraftwerken sieht es nochmal etwas anders aus, aber bei den Kohlekraftwerken, die immer noch recht günstig elektrische Energie erzeugen können, lässt sich das irgendwann wirtschaftlich nicht mehr darstellen, dieser Aufwand. Also wir liegen bei modernen Kohlekraftwerken zwischen 8 und 10 Cent die Kilowattstunde Stromgestehungskosten. Also was kostet die elektrische Energie direkt am Kraftwerk ohne weitere Zusatzkosten wie Netzentgelte oder Umlagen oder Steuern? Da sind wir bei der Kohle bei ungefähr zwischen 8 und 10 Cent bei neuen Kraftwerken, nicht bei Bestandskraftwerken, aber bei den neuen Kraftwerken. Das ist wirtschaftlich attraktiv, wird jetzt aber, da der Wirkungsgrad erhöht, technologisch das Kraftwerk weiterentwickelt, dann steigt natürlich auch dieser Stromgestehungspreis und dann wird das Kraftwerk sehr schnell nicht mehr wirtschaftlich, dadurch, dass die regenerativen Energiequellen, also insbesondere Photovoltaik und Windenergie, deutlich günstiger sind, was die Stromgestehungskosten angeht. Da sind wir bei 5 bis 6 Cent die Kilowattstunde und damit muss die Kohle sich messen mit modernen Kohlekraftwerken, sodass sich das tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen einfach nicht lohnt, obwohl es technologisch theoretisch möglich wäre. Also damit haben wir jetzt den Clausius-Rankine-Prozess uns einmal angesehen. Was jetzt in einem weiteren Video noch erfolgt, ist die Betrachtung der
Reinigung, der Abgasreinigung, denn das ist noch ein Punkt, der an dieser Stelle fehlt, denn bei dem Verbrennungsprozess werden Schadstoffe frei. Wir müssen also eine Entstickung, Entstaubung, Entschwefelung erreichen, theoretisch auch eine Abscheidung von Kohlendioxid. Das wollen wir uns in dem nächsten Video angucken, was da noch getan werden muss. Aber die thermodynamischen Grundlagen sind jetzt an dieser Stelle dargestellt für die Dampfkraftwerke. Das Konzept haben wir, glaube ich, jetzt, haben wir jetzt gesehen, wie das funktioniert. Und das lässt sich tatsächlich auch rechnen mit entsprechenden thermodynamischen Größen. Das soll an dieser Stelle aber nicht passieren, sodass wir jetzt aber gesehen haben, wie das Grundprinzip von Dampfkraftwerken funktioniert, unabhängig davon, ob sie jetzt auf Kohlebasis, auf Uranbasis oder natürlich auch auf Holzbasis, also Verbrennungsprozesse mit Biomasse, mit Hackschnitzeln oder Pellets. Auch diese Kraftwerke funktionieren nach diesem Prinzip des Clausius und Keim-Prozesses, sodass man damit sehr effizient und kostengünstig elektrische Energie erzeugen kann.